eine Zeit lang habe ich ja in meiner grenzenlosen Naivität, ja, habe ich ja hinter ihr aufgeräumt. Ja. Also wie ein Teenagerzimmer aufgeräumt. Das ist ungefähr, wie wenn du mit einem Nutella-Brot im Mund Zähne putzen gehst. Ne? Also, und wissen Sie, was toll ist? Das ist schon toll. Also das ist, wir wohnen seit 16 Jahren unter einem Dach. Und trotzdem kann man diesen Menschen, die eigentlich eh schon alles wissen, denen du auch nichts mehr erklären musst, und sagen, man kann sie immer noch verblüffen. Man kann sie wirklich, aber nicht wie früher mit 4 Jahren im Kika-Kasperlhaus oder was, ja, da kommt der Kasperl beim Fenster raus, sondern man muss jetzt das Level ein bisschen upgraden, ja, aber trotzdem, man kann sie mit offenem Mund stehen sehen. Man zeigt ihnen Dinge, die sie noch nicht vorher gesehen haben. Achtung. Was ist denn das? Ein Geschirrspüler. Hat nicht gewusst, dass wir ihn haben. Was? Yes. Ja, super. Das, ja, gut. Das, also, so, ne? Teenager, das ist kein Pony schlecken. Da brauchst du ein bisschen.